Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind heute in Valencia. Es ist ziemlich kalt, windig, eigentlich ganz ekliges Wetter. Was aber Wärme spendet, ist der VW E-Up der zweiten und 2020er Generation. Der kleine Wolfsburger hier ist ein ziemlich guter Freund von meinem Lieferdienst, von Lieferdiensten im Allgemeinen, vom Pflegeservice, ja eben von allen, die sehr rational, vernunftsorientiert unterwegs sein wollen und vielleicht gar nicht so viel Wert auf riesige Statussymbole legen. Eben ein sehr deutsches Auto, wie ich finde. Ja, und dazu passt, dass es beim Up jetzt mehr Up für weniger Geld gibt. Ja, und das ist ganz interessant, denn die Reichweite wächst dank einem größeren Akku, der jetzt 32,3 Kilowattstunden fasst. Von 160 auf 260 Kilometer bei dem Auto, was es wesentlich alltagstauglicher macht. Und der Preis, ja, der beginnt bei unter 22.000 Euro. Dazu kommt noch jede Menge Fördergeld vom Staat und ja, vom VW. Das werden wir aber heute zusammen machen bei dem Auto, was hier im feurigen Rot in der Ausstattungsvariante Style mit kontrastlackiertem Dach steht. Genau, wir werden uns außen anschauen. Wir werden uns reinsetzen, das Infotainment, die Sitze, eben alles innen betrachten. Wir werden natürlich fahren. Es ist beim Elektroauto lustig und macht Spaß natürlich. Da gibt es eine ganze Menge zu erklären. Wir werden uns mit dem Motor beschäftigen. Ich werde euch probieren, das Auto preislich und in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Ja, eben alles machen, was aus meiner Sicht und hoffentlich auch aus eurer zu so einem Review dazugehört. Ihr findet uns auf www.derautotester.de. Da gibt es die ausführlichen Fahrberichte. Ansonsten findet ihr uns auf Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden, auf Instagram findet ihr auch so einen Facefilter mit Tachonadel im Gesicht. Dann geht's jetzt auch los mit mir und der 2020er und zweiten Generation VW E-Up. Viel Spaß bei unserem Review. Ich stehe im Profil von unserem VW E-Up und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, wo kommt der kleinste Wolfsburger her, wo will die Elektrovariante hin und wie kann man diese Kombination in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Und wer jetzt denkt, diese Idee ist neu, der irrt, denn den E-Up gibt es seit 2013 auf dem Markt. Da war es allerdings so, das Auto hat mit 27.000 Euro etwa 2,5-mal so viel gekostet wie ein vergleichbarer Benziner, kam nur 160 Kilometer weit mit seiner 18,7 Kilowattstunden Fassenbatterie. Und diese Kombination, die war vielen zu teuer und zu wenig alltagstauglich. Und dann haben sich die Wolfsburger gedacht, da müssen wir doch was dran ändern. Ja, und jetzt haben wir eben halt mehr ab für weniger Geld. Wie konnte das passieren? Ja, man hat eben die alte Plattform genommen, eine größere, eine 32,3 Kilowattstunden fassende Batterie eingebaut eben. Und dieses Modell gibt es nicht nur als VW ab, sondern auch als Seat Mii elektrisch und als Skoda Citigo elektrisch. Also konnte man sich die Produktionskosten ein bisschen teilen und so kommt man dann eben auf diesen Preis. Und in Verbindung mit der ganzen Förderung ist es dann sehr, sehr konkurrenzfähig. Apropos Konkurrenz, da gibt es gar nicht so viel. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was gibt es da noch? Vielleicht den elektrischen Smart. Ja, der kommt auch nur so 130 Kilometer weit. Dann haben wir eben die drei VW-Konzernmodelle hier. Und dann gibt es eigentlich erst wieder was in der Klasse drüber. Das ist dann natürlich der neue Mini-Electric, der auf den Markt kommt. Das ist aber auch der Renault Zoe. Das ist der Nissan Leaf zum Beispiel auch. Da gibt es dann schon ein bisschen mehr Wettbewerb, aber eben ja, eine Stufe drüber. Und bei VW ist es relativ interessant, weil dieses Auto steht eben noch nicht auf der neuen Plattform, also dem modularen elektrifizierten Baukasten, auf dem dann zum Beispiel der ID3, also der Elektro-Golf, stehen soll. Ja, VW hat zusätzlich gesagt, bis 2025 wollen wir in unserem Konzern 50 rein elektrische Modelle haben, also über alle Marken. Bis 2029 sollen es dann ja, 75 Modelle sein, in den nächsten 10 Jahren wollen die wirklich 22 Millionen elektrische, also rein elektrische Autos verkaufen. So, so viel zur Einordnung, aber ich werde euch jetzt erstmal die Optik erklären von unserem kleinen Up hier. Sprechen wir über die Optik. Was macht dieses Auto zum richtig guten Freund von meinem Pizzalieferanten? Genau, die Außenlänge von 3,60 Meter sind für ihn ideal. Damit kommt er überall hin, kommt auf jeden Bordstein und vor allem zu mir. Ja, jetzt sprechen wir aber natürlich mal ganz ernsthaft drüber, was macht die Optik des facegelifteten 2020er Modells von unserem Up aus?
Ja, und da hat sich ein bisschen was verändert. Erstmal haben wir hier vorne das VW-Logo, was jetzt zweidimensional ist, völlig verändert eben. Und dann will man natürlich seinem Nachbarn auch zeigen, ich habe ein Elektroauto. Woran sieht man das hier? Von vorne schon sehr eindeutig an diesem blauen Strich hier. Und was ich wunderschön finde beim Auto tatsächlich, ist diese C-förmige Tagfahrlichtsignatur hier. Die gefällt mir richtig gut. Was man dazu sagen muss beim Auto ist natürlich auch, wir haben hier die Ausstattungsvariante Style drauf. Und die kommt eben mit schwarzen Spiegelklappen, mit einem schwarzen Dach, mit lackierten Schwellern an der Seite. Ja, und das ist richtig schön. Also schaut es euch von vorne an. Hier eben schön die Waben unten vorne schön ausgeformt. Natürlich noch sehr herkömmliche Leuchten hier drauf. Und jetzt schauen wir dem Auto mal so ein bisschen ins Profil. Wichtig beim 3,60 Meter langen Ab ist, der Akku beim E-Up liegt hier unten, was für einen tiefen Schwerpunkt sorgt. Das ist ganz interessant. Ja, und dann sehen wir hier E-Up, 15 Zöller sind Serie. Ihr seht, die sind auch aerodynamisch optimiert. Das ganze Auto ist so klein, dass es halt auch nicht groß im Wind steht, was sehr gut ist. Und dann haben wir hier ein schwarzes Dach, schwarze Spiegelklappen und das ist dann schon sehr schön. In dem Paket drin ist übrigens auch ja hinten abgedunkelte Scheiben, was Schönes. Die kann man so ein bisschen rausstellen, ihr kennt das bestimmt. Und was für mich die Schokoladenseite beim Auto ist, ist natürlich hinten. Bevor ich es vergesse, den Ab gibt es nur noch als Fünftürer. Hier sieht man schön, man kommt hinten rein. VW sagt, soll ein Familienmodell sein. Ich weiß nicht, ich stelle mir die dickste Familie in meinem Dorf alle zusammen in diesem Auto vor. Bin nicht ganz sicher, ob eine vierköpfige Familie reinpasst, aber eine dreiköpfige vielleicht auf jeden Fall. Kommen wir zur Schokoladenseite vom Auto. Das sind hinten hier abgedunkelte Scheiben. Die ist sehr groß. Das gefällt mir richtig gut. Das mochte ich schon beim alten. Neues VW-Logo E-Up steht drauf, Ausrufezeichen. Und dann hier der blaue Strich. Ansonsten ist es von hinten sehr schlicht. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier diese Teletubby-Antenne da oben. Die könnte ich jetzt, ja, die bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Hier auf jeden Fall lädt man ihn. Dazu komme ich aber später, genau wie zum Akku. Was ich machen will, ist euch den Kofferraum aufmachen. Denn, naja, das ist ein sehr nutzenorientiertes Auto. Und dann denkt man so, 250 Liter. Das ist gar nicht so viel. Schön ist allerdings, man bekommt hier unten noch was rein, kann Dinge vor seiner Freundin verstecken oder mein Pizzalieferant, ja keine Ahnung, was der noch dabei hat, Cola, keine Ahnung. Jedenfalls kann man auch hier direkt bequem von hinten ja die Rücksitze umklappen und hat dann ein Kofferraumvolumen von 960 Liter. Wir sind angekommen, wollten unsere Handgepäck-Trolleys da reinmachen, haben gedacht, passt ja gar nicht, umgeklappt. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch und somit hat man halt ein kleines Raumwunder. Die Karosserieform ist wirklich sehr nützlich, also ein typisch deutsches Auto eigentlich. Was wir aber jetzt machen wollen, ist schauen, ob ich hinten auf der Rückbank Platz finde. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Platz ich in unserem Up auf der Rückbank habe bei dem Auto, das es ja nur noch als Fünftürer gibt, beziehungsweise ich oder ja Pizzakartons. Und jetzt seht ihr schon hier, die Einstiegsluke ist nicht besonders groß. Auch hier muss man ein bisschen die Beine anziehen, ist aber okay. Ich stehe auch mit dem Kopf dann an der Decke an, kann mir hier hinten die Kopfstütze hochklappen. Aber es ist alles relativ cool, relativ hell hier hinten. Schön ist auch hier zum Klappen dieses Fenster, was man da hinten ausfahren kann. Ansonsten ist es hier hinten natürlich zugegebenermaßen sehr, sehr schlicht. Was wir jetzt machen wollen, ist uns vorne anschauen, was da alles passiert. Sprechen wir über den Innenraum. Und der ist relativ schnell erklärt, weil hier gibt es einfach nicht so viel. Und der hat sich im Vergleich zum Vorgänger auch nicht sonderlich geändert. Erstmal haben wir hier diese Sitze. Die toll sind Stoffsitze mit integrierter Kopfstütze. Die sind bequem, geben guten Seitenhalt. Und ansonsten hat es hier so ein bisschen Charme von einem alten Käfer. Weil wir haben hier drin noch so lackierte Flächen in Außenfarbe. Das ist schön. Das ist relativ roh zugegeben. Wir haben auch hier noch eine echte Handbremse, was mich glücklich macht. Ich mag ja sowas. Und dann ist es horizontal. Und hier in der Mitte ist einfach nur Platz. Kleiner Kritikpunkt. Wir können das Lenkrad zwar nach oben und unten verstellen, aber nicht in der Länge. Wir können es nicht rausziehen. Was es manchmal ein bisschen schwierig macht für manche Körpergrößen und Füllen, hier die richtige Sitzposition zu finden. Dann haben wir weiter dieses ganz kleine digitale schwarz-weiße Cockpit hier vorne drin. Und
Ehrlich gesagt haben wir hier dieses Maps and More System. Das heißt, wir können quasi hier eine Smartphone-Halterung drauf bestellen. Da gibt es dann oben auch einen USB-Stecker dran. Und da gibt es die App, wo wir dann verschiedene Fahrzeugdaten auch auf der App haben, wo wir das Handy dann einfach als Navigationssystem nutzen können über die Lautsprecher dann vom Auto. Was sehr, sehr praktisch, sehr, sehr preiswert ist, was mir gut gefällt. Hier ist das alles noch ein bisschen oldschool-mäßig. Hier die Knöpfe für die Klimaanlage hier drin. Aber ehrlicherweise ist es halt auch praktisch, wo im neuen Golf 8 alle kritisiert haben, das ist mir zu digital, das kann man hier nicht sagen. Da vorne haben wir noch ganz konventionell ein digitales, kleines Instrument da drin, aber ansonsten sind es analoge Instrumente. Da haben wir links dann die Anzeige fürs elektrisch Gas geben, also lädt das Auto jetzt oder gebe ich Gas, Charge oder Power eben, haben Tacho in der Mitte und haben ja den Füllzustand vom Akku auf der rechten Seite. Das ist sehr, sehr einfach. In der Mitte haben wir hier Bluetooth-Audio, können wir das Telefon verbinden, haben wir die Fahrstrecke, also einen kleinen Bordcomputer und können dann die Sprache und so eingeben. Also das ist sehr, sehr einfach. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, ist klein, aber auch mit Knöpfen drauf, lauter, leiser. Hier können wir den Bordcomputer hier steuern und dann haben wir hier Ablagefach in den Türen Platz und ja, den Himmel hier, der gefällt mir nicht so gut. Wir haben hier auch Style-In, das heißt, wir haben hier E-Up steht drauf. So ein Plastik mit so einer Maserung, das ist auch schön. Hier ist auch sehr viel Ablagefläche. Und dann haben wir hier Eco und Eco Plus. Das sind die zwei Fahrmodi. Eco haben wir dann hier auf einmal 220 Kilometer Reichweite. Oder bei Eco Plus 225 Kilometer Reichweite. Bei Eco Plus ist es so, dass wir da auch alle Verbraucher abgeschaltet haben. Bei den Fahrmodi gibt es jeweils eine kleine Drosselung. Ansonsten, ja, auf dem kleinen Bildschirm hier vorne, da hat sich auch nichts getan, ist halt die Rückfahrkamera drauf. Die ist wirklich sehr, sehr klein, aber man kann alles erkennen, das ist gut. Ja, und was dann ein bisschen schade ist, vielleicht hier so ein schlüsselloses Zugangssystem wäre ganz nett. VW sagt, nö. Spar mal weg. Das ist vielleicht ein Auslaufmodell. Hier dieses Auto in der Plattform gibt es nicht. Wir haben noch konventionell einen Schlüssel. Ansonsten muss ich irgendwie echt sagen, hat das hier drin Charme. Das ist irgendwie witzig. Das ist praktisch, nicht überkantitelt. Was wir aber jetzt mal machen wollen, ist rausgehen und uns ja mit der Komplexität des Motors beschäftigen. Sprechen wir über den Akku. Warum sitze ich hier? Genau, weil der Akku auch hier unten zwischen den beiden Achsen wohnt. Ja, und der ist 36,8 Kilowattstunden groß brutto. Netto, also die wirklich nutzbare Kapazität, ist 32,3 Kilowattstunden. Und damit ist der neue Akku beim VW e-Up doppelt so groß, fast doppelt so groß als der Vorgänger-Akku. Und interessantes, der wiegt 248 Kilogramm und ist damit nur 15 Kilogramm schwerer als der Vorgänger, was mich überrascht hat. 168 Pouchzellen sind da drin, aber noch viel entscheidender ist eigentlich neben dem tiefen Schwerpunkt und eben der Größe, ja, wie wir diesen Akku laden können. Und damit beschäftigen wir uns jetzt. Manche von euch machen sich ja auch wahrscheinlich völlig zu Recht so ein bisschen Sorgen, denn die sagen, hey, Akku hin, Akku her, der ist größer, ist ja nett, aber ich kenne das von meinem Handy, da wird der Akku auch jedes Jahr größer, aber nach einem halben Jahr funktioniert der Scheiß halt einfach nicht mehr so wie am Anfang. Volkswagen sagt, macht euch da mal keinen Stress, 8 Jahre Garantie oder 160.000 Kilometer geben wir auf den Akku und das ist ein Versprechen. Jetzt kommen wir aber zum Laden und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Für diejenigen von euch, die sagen, ich will keinen Stress, ich habe zu Hause eine Steckdose, da stecke ich den dran, will auch nicht mehr investieren. Ja, die müssen ein bisschen was über 16 Stunden warten, bis der Akku vollgeladen ist. Volkswagen bietet aber die Möglichkeit zu sagen, ihr könnt euch einen sogenannten ID-Charger zu Hause an die Wand schrauben lassen, eine sogenannte Wallbox. Die gibt es in 3 Versionen aktuell, der ID-Charger normal, der kostet irgendwie 300 Euro und es gibt den ID-Charger Pro, der kostet irgendwas über 800 Euro und mit dem kann man mit 7,2 Kilowatt laden. Wenn man den zu Hause hat, dann ist das Auto in 4 Stunden bis zu 80% voll. Das ist schon ganz vernünftig. Man kann auch mit einer Remote-App das dann so machen, dass das Auto dann sicher voll ist, wenn man losfährt oder vorheizen, was ganz spannend ist. Noch spannender ist das sogenannte Gleichstromladen, also das CCS-Laden.
Und ja, wenn wir dann eine Ladestation haben, die 40 Kilowatt Druck hat, dann würde dieses Auto ja in einer Stunde bis zu 80% voll werden. Und da muss ich euch ehrlich sagen, das ist ein Konzept, das wirklich alltagstauglich ist, vor allem auch für die Langstrecke ganz interessant. Geht man Kaffee trinken und dann hat man schon wieder viel mehr Reichweite. Aber was wir jetzt machen wollen, ist uns mit dem Motor beschäftigen. Kommen wir zum Motor von unserem VW e ab. Und schön ist, dass er genau wie die Verbrennervarianten hier vorne drin Platz findet. Ja, und dann haben wir hier 61 kW, umgerechnet 83 PS. Das klingt gar nicht so viel beim Auto, was 1160 Kilogramm wiegt. Aber wenn man weiß, dass der Motor 212 Newtonmeter maximales Drehmoment hat, dann ist das schon was anderes. Und das Tolle beim Verbrennerfahren ist, ja, das Drehmoment liegt halt direkt an beim Beschleunigen und wir haben eine stufenlose Beschleunigung. Und deswegen macht es wahnsinnig viel Spaß, auch wenn der Beschleunigungswert von 11,9 Sekunden gar nicht so brachial klingt eigentlich. Das Auto wird 130 km/h schnell, beschleunigt eben in 11,9 Sekunden auf Tempo 100 und hat einen Normverbrauch von 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich habe es umgerechnet, das sind etwa 4 Euro, was wirklich gut ist und was es für meinen Pizzalieferanten wahrscheinlich auch interessant macht. Aber wir haben Fahrmodi drin und die haben dann eine kleine Drosselung, was naja, die Leistung angeht und die Höchstgeschwindigkeit. Aber dazu will ich euch viel mehr im Auto verraten, werden wir jetzt endlich mal aus dem Wind kommen, ein bisschen durch Valencia düsen. Kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Hier ist der Schlüssel, den stecke ich jetzt rein hier. 61 kW, 83 PS umgerechnet Leistung, Frontantrieb. Und ich fahre jetzt einfach mal los hier. Ich habe das Auto gerade angemacht und schön ist, beim Losfahren hört man das ganz leise. Ihr werdet es nicht hören. Da piepst das Auto ein bisschen. Das ist dem Fußgängerschutz geschuldet. Das ist keine Pflicht, das ist eine Option hier drin. Und das ist allerdings ganz wichtig, denn wenn ich hier jetzt so Fußgänger vor mir habe, dann hören die mich einfach nicht. Und das Piepsen finde ich hier drin gut, ist manchmal nervig, aber es gibt ja ein paar wichtigere Dinge, nämlich Sicherheit. Aber was ich jetzt machen werde, ist anhalten und euch eine ganz wichtige Sache bei dem Auto zeigen. Haltet euch fest. Nämlich die Beschleunigung. Von 0 auf 60 knallt es richtig, weil... ja, wir haben die 212 Newtonmeter maximales Drehmoment direkt anliegen und ja, das ist eine stufenlose Beschleunigung. Es ist nur ein Gang vorwärts und das macht richtig Spaß, das macht süchtig. Klar, wenn man dann weiter beschleunigt, dann braucht das Auto 11,9 Sekunden auf 100, das ist kein Bombenwert. Aber hier für die Stadt ist es mega geil, weil wir haben ja quasi ein Automatikgetriebe, das bedeutet nur Gas und Bremse eben. Ja, und dann liegt das Auto, ehrlich gesagt, in der Kurve auch richtig gut. Klar ist es so, wir haben kurzen Radstand, das merkt man natürlich beim Komfort beim Fahren. Auch der Abrollkomfort, vor allem mit 16 Zöllern, ist nicht so gut. 15 Zöller sind dann schon okay. Und wenn wir jetzt hier so eine kleine Unebenheit spüren, dann merkt man schon, ja, weich gefedert ist es nicht. Soll das Auto aber gar nicht. Mit den kurzen Ausmaßen von 3,60 Meter ist es perfekt für die Stadt. Weil wir können durch Lücken durchflitzen, wir finden immer einen Parkplatz, haben Spaß in der Kurve. Wirklich perfekte Stadtauto. Ich glaube, mein Pizzalieferant, der wird dieses Auto lieben. Der wird wahrscheinlich abends sogar mit ihm ins Bett gehen, muss ich sagen. Ja, und dann ist es natürlich so, eben, wir haben hier jetzt 83 PS Leistung, aber wir haben ja noch den Eco-Modus, den Eco-Plus-Modus. Und wenn man die dann drückt, spürt man immer, dass sich die Reichweite verändert. Woran liegt das? Drücke ich den Eco-Modus hier drin, ja, dann habe ich nur noch 115 km/h Höchstgeschwindigkeit und auch weniger PS Leistung. Drücke ich den Eco-Plus-Modus, gehe nicht nur alle elektronischen Assistenten aus, wie die Klimaanlage zum Beispiel, also alles, was irgendwie Sprit verbraucht, sondern ich habe auch nur noch eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und nochmal weniger Leistung, dadurch aber natürlich immer gleich wieder mehr Reichweite. Aber Spaß haben mit dem Auto ist hier das eine, ihr merkt, der liegt wirklich gut auf der Straße, das andere ist natürlich das Rekuperieren, wie der Student sagt. Und das stellt man hier unten an dem Gangwahlhebel ein, das geht von Stufe 1 bis Stufe 4. Was bedeutet das? Ein Elektromotor ist nicht nur der Antrieb, sondern auch der rekuperiert eben auch, also auch ein Generator. Das heißt, gehe ich vom Gas, ja, da
lade ich damit eben wieder den Akku. Und das geht in vier Stufen. Von 1 bis 4 eben, die stärkste Stufe bremst am stärksten runter. Ihr seht schon, aber wenn man schneller fährt, ist es ein bisschen schade, weil so ein One-Pedal-Driving, das ich eben nur ja, mit Gas und Bremse, beziehungsweise nur mit dem Gas arbeite, das gibt es hier drin nicht so richtig. Aber ansonsten muss ich euch echt sagen, für die Stadt hier ist der Kleine richtig witzig, richtig cool. Wir haben auch ein paar Assistenten hier, wie ein Spurhalteassistent. Ja, und das macht schon richtig Spaß. Was ich allerdings machen werde mit euch ist, zurückfahren und euch ein Fazit zaubern. Kommen wir zu meinem frostig-windigen Fazit hier aus Valencia. Und der VW ab 2020, die zweite Generation, ist ein richtig gutes Angebot. Und wir bekommen mehr Elektroauto für weniger Geld und da stehe nicht nur ich drauf. 260 Kilometer Reichweite ist gut, ist richtig gut sogar und wir haben sehr spaßiges Fahrverhalten. Und serienmäßig haben wir hier drin ja das Radio zum Beispiel, eine Klimaautomatik, ein DAB-Radio, ein bisschen Konnektivität, was schon wirklich gut ist. Das Auto beginnt bei 21.995 Euro. Aber damit natürlich nicht genug. Es gibt vom Staat 2.000 Euro Förderprämie obendrauf bei Elektroautos und VW zahlt 2.380. So kommt man auf 17.595 Euro für dieses Auto und das ist richtig gut. Wenn man jetzt so ein bisschen guckt, was die Wettbewerber kostet, dann kostet der Seat Mii ein bisschen was über 20.000 Euro und kostet dann der Skoda Citigo was über 20.000 Euro. Das hier ist der teuerste, aber die liegen wirklich sehr, sehr nah beieinander. Was man allerdings sagen muss, ist der 60 PS Benziner, der beginnt schon bei ein bisschen was unter 12.000 Euro. Was schön ist bei dem Auto, viele machen sich Sorgen wegen dem Akku. Wir haben ja 8 Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie drauf. Ja, und schön ist eben außerdem, dass wenn man es als Dienstwagen nutzt, denkt an meinen Pizzaboten, dann bekommt man halt die 1% Versteuerung für 0,5% und das gleicht schon einer Gehaltserhöhung für viele, was wirklich gut ist. Also ich fasse zusammen, ich bin Fan von dem Auto, weil es ist wirklich nutzenorientiert und es ist im Vergleich zu so einem Elektro-SUV halt ein Auto, was jetzt direkt da ist, was direkt einfach ökologisch und ökonomisch ist. Das macht schon wirklich Sinn. Für viele ist das halt mit der Reichweite dann ein Vielfaches von dem, was sie am Tag so zurücklegen. Die Ladeinfrastruktur, die wird auch immer besser. Die Lademöglichkeiten hier sind auch okay. So, das war mein Fazit vom VW e-Up. Ihr seht schon, ich bin angetan von den Wettbewerbern im Konzern. Ehrlich gesagt auch. Ich mag das Konzept. Ich mag auch, dass Volkswagen wirklich neue Wege einschlägt. Ja, ihr findet uns von www.derautotester.de, natürlich auf unserer Homepage, auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, würde mich freuen. Ich bin übrigens der Jan, verabschiede mich von euch. Bis bald, Freunde.